12. April 2003. Abschiedsfahrt des letzten betriebsfähigen VT 1816. Der Museumszug ist auf dem Weg von Berlin nach Prag. Besser gesagt auf den Spuren des Vindobona, der von 1964 bis 1979 über Prag bis nach Wien gefahren ist. Der Schnelltriebwagen der DDR-Reichsbahn ist sozusagen der Vorzeigezug auf Weltniveau gewesen. Die Ausstattung und Bewirtung haben sich deutlich von anderen Reichsbahnzügen abgehoben. Einfahrt in den Prager Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof in der Moldau-Metropole ist der größte Personenbahnhof Tschechiens. Live-Musik auf der Karlsbrücke. Das ist Prag oder auch die Goldene Stadt. Lange Zeit Ziel des Vindobona. Heute fährt der SVT nur noch auf Modellbahnanlagen. In Spur 1 gibt es ihn im Verkehrsmuseum Dresden. Die Triebzüge werden auch Bauart Görlitz genannt. Den Namen tragen sie nach ihrem Herstellungsort, dem Waggonbau Görlitz. In Görlitz entsteht 1963 der Prototyp. Zwei Jahre später beginnt der Serienbau, der 1968 nach 8 Zügen abgeschlossen ist. Als Baureihe 18.16 gehen die Triebwagen in Betrieb. Mit der Umstellung auf das EDV-Nummernsystem ab 1970 werden sie in die Baureihe 175 eingereiht. Im September 1981 fährt dann der letzte Zug planmäßig. Der Schnelltriebzug erfreut sich wachsender Beliebtheit. Besonders die Fahrten in den Norden nach Warnemünde oder ins polnische Stettin sind gefragt. Der fünfteilige Traditionszug hat in Bernau einen Betriebshalt. Seit 1992 trägt der Zug die Benummerung nach dem DB-System. Jetzt gehört er zur Baureihe 675.
Geld für Arbeiten, für das Ambiente vergangener Zeiten ist weitgehend erhalten geblieben. Typischer DDR-Charme lässt grüßen. Diese Sonderfahrt ist auf den Spuren des Neptun. In Warnemünde grüßen uns die Hafenanlagen. Neunzehnhundertfünfundneunzig wird der Fährverkehr zwischen Warnemünde und Geza eingestellt. Vor dem Abschied soll noch einmal ein SVT verschifft werden. Höhepunkt ist die Auffahrt auf das Fährschiff Warnemünde. Sechshundertfünfundsiebzig-null-neunzehn führt den Zug Richtung Norden an. Es ist einer der beiden Reservetriebköpfe, die neben 6 Zusatzmittelwagen entstanden sind. Der Zug rollt mit eigener Kraft ins Schiff. Die Fahrgäste stehen Spalier. Zum letzten Mal rollt ein VT 1816 auf die Warnemünde. Zu Zeiten des legendären Neptun fahren die Schnelltriebwagen täglich von Berlin über Warnemünde und Geza nach Kopenhagen. Der knapp 122 Meter lange Zug verschwindet im Schiffsbauch. Ohne Schwanken kann die Warnemünde den 255 Tonnen schweren Zug aufnehmen. In Schrittgeschwindigkeit rollt der SVT auf das Schiff, bis es am anderen Ende wieder hell wird.